Ich schaue in halbwegs muntere Gesichter, das ist schön. Mein Name ist Hans Dietrich nochmal von der TU Berlin, meine Kollegin Julia von Köln. Wir sorgen zusammen dafür, dass an der TU Berlin die Projektwerkstätten und Projects laufen. Kurz zum Unterschied: Projektwerkstätten TU Projects, das sind ja zwei Namen. Stellen die uns jetzt hier zwei völlig verschiedene Konzepte vor oder was? Deswegen kurz einen Satz zur Geschichte. Und zwar, Projektwerkstätten sind entstanden 1985 aus einem Speicherhaus und mit der starken Idee, alternative Bildungsformen an der TU Berlin einzuführen. Also statt dieser Massenveranstaltung eben mal was selbstorganisiertes, was in Arbeitsgruppen etc. pp. Und sozial und ökologisch sinnvolles Denken und Handeln zu fördern. Also auch dieser Nachhaltigkeitsimpetus war damals vorhanden. 1985, dann vergingen eine ganze Menge Jahre, da war es 2012. Und die schon erwähnten Qualitätspapiere-Projekte, wovon ja Instadies auch eins ist, sind gestartet. Die allerdings jetzt nicht an der TU Berlin, also wir haben auch den Zuschlag bekommen, das ist sehr schön. Dann eben nicht TU finanziert, so wie die Projektwerkstätten, sondern die TU-Projects sind finanziert vom BMBF. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, daher auch ein anderer Name. Und man ist an der TU ein bisschen weggekommen von der Idee, es muss sozial, ökologisch sinnvoll denken und handeln sein, sondern auch die Interdisziplinarität wird mit den TU-Projects mehr gefördert. Wenn wir jetzt also sagen, Projektwerkstätten folgenden oder nur sagen TU Projects, dann nehmen Sie es nicht zu eng. Wir sehen die sehr stark miteinander verwandelt, die Projektwerkstätten und TU Projects. Und wenn ein Student oder eine Studentin kommt und sagt, ich möchte einen Projekt beantragen, dann ist das auch sehr variabel. Wo sind gerade Mittel da und bei uns wird es nicht so eng nachher. Ja, vielleicht ganz kurz inhaltlich. Im Prinzip ist das Konzept sehr ähnlich wie bei InstaDies. Die Studierenden können sich mit ihren Herzblutthemen bewegen, also lernen, weil hier diese Themen kommen uns zu kurz, dann möchten wir Projektseminare durchführen. Und die Seminare haben sehr viel praktische Anteile, behandeln eben die sozial-ökologischen Fragestellungen. Dass der Unterschied zu InstaDies und vielmehr, glaube ich, muss man auch gar nicht vorwegnehmen, ist, dass die Projekte mit zwei studentischen Hilfskraftstellen gefördert werden, über zwei Jahre. Sodass die Studierenden eben auch eine Einkommensbasis haben, das mit ihrem Engagement verknüpfen können. Und wir haben uns Folgendes gedacht: Die Projektwerkstätten und die Projects sind sehr selbstorganisiert. Das heißt, es geht um die Belange der Studierenden. Und so möchten wir auch die folgenden 8 Minuten gerne gestalten. Dass wir Ihnen ja nicht alles vorkauen, sozusagen, wie Sie das nur aufnehmen, sondern dass es mich darum geht, was wollen Sie eigentlich wissen. Und das machen wir uns erinnern, wo ich weiterschalte. Und dazu haben wir so eine, ein paar Anregungen für Fragen, die aus diesen Bereichen kommen könnten. Und Sie sagen einfach, Sie haben kurz Zeit zu überlegen, was würde Sie denn jetzt eigentlich interessieren? Wenn wir alles erzählen, wir haben auch noch ein paar Folien dabei, die würden wir dann aufrufen, je nach Interesse. Dann wird es einfach zu viel. Dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Und wir sind auch bei der Präsentation. Und wir sind auch bei der Präsentation nochmal ansprechbar. Jakob Göring von Verband Deutscher Studieninitiativen. Bei den TU Projects, also ich finde die Initiative sehr, sehr schön. Glaube ich, InstaDies. Allerdings kommt es mir so vor, sei die Initiative darauf ausgelegt, neue Projekte zu starten. Und ich wollte fragen, also wie finden Sie an der TU Berlin nur als bestehende Initiativen ein, die bereits gute Arbeit leisten? Aber das ist eine sehr gute Frage und vielen Dank. Vielleicht können wir uns da ergänzen. Also ja, es ist so. Die Projekte haben eine Dauer von 2 Jahren, können verlängert werden. Auch. Aber ich sage mal, die längsten Projekte, die vielleicht so 5, 6 Jahre dabei waren, die haben es so clever angestellt, dass sie den Namen dann geändert haben und dann ging es weiter. also das ist möglich, aber klar, auf Dauer stellen ist was anderes. Und es gibt an der TU Berlin auch ein paar Einrichtungen mittlerweile, die sind tatsächlich verständlich. Da geht es nicht darum, sich von Jahr zu Jahr oder von 2 Jahresbund zu 2 Jahresbund zu handeln,
sind zum Beispiel die Initiative Unirat, das ist die Selbsthilfewerkstatt der TU Berlin, das ist die UTIL, die umwelttechnische integrierte Lehrveranstaltung, vor allem für Umwelttechniker an der TU Berlin, dann gibt es das Energieseminar. Da können Sie alle hinwenden, die eben selbst mal eine kleine Biogasanlage zum Beispiel bauen wollen. Das sind verschiedene Themen und das ist auch was man bei der Stadt machen kann. Und um das zu ergänzen, sind auch alles Projekte, die vorher schon irgendwo Bestand hatten, als Initiative, als Autonome von der Lage und die dann gerade durch das Förderprogramm zurückgeführt haben. Ja, quasi als Lift-up sozusagen, um überhaupt mal Mittel zu bekommen, in die Hand was aufzubauen. Und, also es gibt diese Beispiele, aber ich würde sagen, aus heutiger Sicht, es sind sehr wenig, die tatsächlich verschädigt werden. Es hat stark damit zu tun, wo sind denn die Ressourcen bei den Hochschullehrenden? Also deswegen gehört ja eine Anbindung, es soll auch Credit Points geben, man braucht einen Hochschullehrer und Hochschullehrerin. Und die haben erstmal nicht nur begrenzte Raumkapazitäten und Geld, sondern auch begrenzte Begeisterung, sage ich mal. Also wenn Hochschullehrer sehr begeistert sind und schon bekannt sind als Hans Dampf in einem Gassen, also überall was bewegen, dann kriegen die es trotzdem hin, noch ein Projekt aufzuziehen und einzubinden ins normale Studium, ins reguläre Studium. Da muss man aber sehr viel Empower finden zusammen. Das gleiche gilt für die Studierenden. Was machen die denn nach dem Projekt? Sind die überhaupt Studierende? Kümmern die sich noch um ihr Projekt? Auch noch so eine Begrenzung. Ja. Marvin Hoppe von der Karlshochschule in Karlsruhe. Mich würde tatsächlich zwei Faktoren interessieren, aber vielleicht könnt ihr entscheiden, welcher jetzt in der großen Runde wichtiger interessant ist und welcher noch später war. Und zwar einmal die Kriterien, also welche Projekte werden gefördert, wie wird ausgewählt. Und das zweite wäre dieses forschende Lernen, was ist da für ein Beispiel? Kriterien haben sich ein bisschen geändert auch im Laufe der Zeit. Es wird ein Antrag geschrieben, der ist nicht sehr umfangreich, da muss aber eben die Idee gut vermittelt werden, der Bedarf vermittelt werden, Verständnis, wie die Konzepte didaktisch umgesetzt werden, Machbarkeit innerhalb von 2 Jahren, ein Gesamtziel, Semesterziele und so weiter. Also es geht auch zu zeigen, dass man eine Idee, ein Konzept hat, dass es irgendwie gleich Nachhaltigkeit oder Soziales stattfindet, was Nützliches schafft oder eben in interdisziplinären Zusammenhang stattfindet. Genau, was ist kein Business-Plan. Aber das heißt, prinzipiell kann jedes Projekt gefördert werden, was diesen Projektplan einhält. Ja, genau. 2 Mal im Jahr kann die Studierende bewerben, können auch Projekte ziehen, die sie selber nicht durchführen, könnten dann auch andere Tutoren, andere Studierende als Tutoren einstellen. In der Regel stellen sie sich natürlich selbst ein. Viele teilen sich auf die Stelle, weil sie eben schon Gruppen zu Gruppen sind, schon Teams, die schon initiativ gearbeitet haben. Da werden sich die Stellen auch verteilt. Ja. Das gibt es auch. Ergänzend was dazu fragen, zu den Kriterien? Also wer wählt aus? Wie ist das Auswahlprozedere und wer ist da involviert? Also es gibt eine Beratungsstufe. Das ist die ZDWK, Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation, wo wir sitzen. Da wird auch die erste Anlaufstelle. Wir kommen mit einer Idee zu uns. Und dann haben die in der Regel noch nicht aufgeschrieben. Also nach dem Beratungsgespräch wissen die genauer, worum geht es, wo wollen wir hin, wie sieht ein Antrag aus. Also die haben dann schon mal ein Beispiel gesehen. Und wissen zum Beispiel, dass man auch einen Semesterplan aufstellen sollte schon mal, auch wenn der nachher nicht genau eingehalten wird. Dann lassen sie sich halt beraten, dann schreiben sie ihre paar Seiten Antrag. Brauchen einen Hochschullehrer, Hochschullehrerin als Unterstützung. Da muss auch ein Unterstützungsschreiben da sein. Möglichst auch eine Klarheit darüber, ob man ein Modul anbieten möchte, ob das schon vorhanden ist oder ob man ein neues kriegt. Und dann nehmen sie halt dieses Paket an Unterlagen und reichen es ein, aber nicht bei uns. Und dann kommt die Kommission für Lehre und Studium ins Spiel. Da sind Studierende drin, da sind Hochschulmitarbeiter drin und auch Verwaltungsangestellte. Und die entscheiden dann gemeinsam nach einer Checkliste, die den Studierenden auch vorher bekannt ist. Also das ist sehr transparent, eben ob sie das fördern oder ob sie noch Nachfragen haben. In der Regel wird nicht gesagt, wir können überhaupt nicht fördern, sondern
wenn dann wenn es haarsträubende Nachfragen gibt, dann wird das dann nochmal in der nächsten LSK, ne, kommst du für die Studium rein. Dann waren noch die Fragen, die Forschenden lernen. Dann haben wir noch eine Wie viele Projekte das dann im Jahr sind? Also man kann sie zweimal im Jahr bewerben, das heißt pro Semester, oder wie viele Projekte habt ihr dann parallel? Jetzt gibt es also 20, es gab zu Hochzeiten auch 30. Das hat damit zu tun, dass jetzt, also an der TU Berlin, ist die Förderung durch dieses, also TU Projects, die laufen jetzt halt gar keine, weil die Förderung zum Oktober jetzt ausgelaufen ist und erst im April nächstes Jahr wieder startet. Das hat einfach damit zu tun, dass UBL erste Runde geht halt bis 2016. Nächstes beginnt 2017, aber die Semester starten irgendwie anders und nicht im Januar. Daher, diese Sache, dass gerade keine TU Projects laufen, dadurch sind es eben 20 Projektwerkstätten. Ab nächstem Semester starten dann wieder 10 neue TU Projects auf. Und jeweils sind zwei Studenten oder zwei für alle Projekte? Ja, immer zwei. Ja, Forschungslernen. Also Forschungslernen ist ein Konzept, das ist sehr interessant. Aus meiner Sicht ist das Projektwerkstätten, wenn man das jetzt theoretisch verorten will und anwenden will an Konzepte, dem Forschungslernen sehr nah. Da geht es darum, also die Idee von Forschungslernen ist, ein Kernaspekt davon ist, dass sich Studierende selbst überlegen, was möchte ich eigentlich wissen. Dann zu Methoden auch finden, wie kann ich das rausfinden. Dann den gesamten Forschungsprozess einmal durchlaufen, also den Lehr- oder Forschungsprozess, das ist sehr nah beieinander. Und dann eben auch Bericht schreiben oder zum Abschluss kommen. Das ist bei den Projektwerkstätten sehr gut gegeben. Also Projekte, die nicht von Studierenden initiiert sind, wo vielleicht jetzt Hochschullehrer gesagt haben, das müsste man mal machen. Dafür haben sich dann keine Studierenden gefunden. Also es ist auch kein Erfolgsrezept, wenn man es anders macht. Sondern die Ideen kommen von den Studierenden, die Studierenden sind, führen das selbstorganisiert durch, laden Teilnehmer ein und... Ja, viele haben auch so eine Service-Learning-Ausrichtung, das ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt auch Initiativen, die wirklich konkrete gesellschaftliche Bedarfe bearbeiten, zum Beispiel aktuell zu Kommunikation. Das sind dann verschiedene Konzepte, die dann nicht Projekte realisieren, je nachdem, was sie machen sollen. Unterschiedliche Forschenden lernen. Es geht nämlich sehr stark auf Forschung. Also wird nicht überall Forschung betrieben im engen Sinne. Da passt es dann wieder nicht. Und bei Service Learning, wenn man sagt, es gibt Leute, die laufen hier rum aus dem Hochschulnetzwerk mit Verantwortung, die sehen überall Engagement ist, Service Learning. Aber das ist Quatsch. Also Engagement ist nicht gleich Service Learning. Ich würde eher die Zweckgestellten dem Engagement zurechnen, eben nicht dem Service Learning. Und ja, es gibt einige Beispiele, da gehen die Studierenden außerhalb von der Uni und bringen da Benefit für gemeinnützige Organisationen, das ist aber nicht gelingen. Wie lange ist die Vorlaufzeit von der ersten Idee bis zur Start der Projektförderung? Und wie lange ist der Verwaltungsweg? Wenn man knapp einreicht, dann ist es zwei, drei Monate. Das Problem ist aber allerdings, dass es dann schon eingestellt werden darf. Also da hängt es dann. Das heißt, man bewirbt sich über ein Wintersemester und im Sommersemester startet dann die Projektförderung? Ja, noch kurzfristiger sogar. Also ein paar Monate vorher, dass ich das auch. Okay. Wenn wir konkrete Zahlen, wenn Sie es mal sagen, für Sommersemester 17 ist es jetzt möglich, bis 15. Dezember bei der LSK. Danach fallen die Projektanträge dann aus formalen Gründen raus, also die müssen bis zum 15. Dezember da sein und am 1. April sind die Tutoren angestellt und können los starten. Und dann ungefähr am 18. April beginnt das Semester. Gut, da bedanke ich mich. Und wir uns, denke ich auch. Wir sind weiterhin da auf der Tagung heute. Ich bin im Morgen noch mal nicht dabei, aber gerne mit ansprechen. Ich habe einen Mund und können wir es ausdrücken.